Wer muss aufs Klo? Ich war oben schon. Du hast direkt die Situation erkannt. Ich habe die Situation gleich beim... Die Gelegenheit habe ich gleich beim Schopf gepackt und war oben pinkeln, denn wir sind 8,5 Wochen, ich weiß nicht genau, 8 oder 9 Wochen vor den Arnold zu Ohio. Sprich, die Blase macht wieder Druck und ich gehe relativ häufig aufs Klo. Deswegen habe ich schon getimt jetzt. Mal gucken, wie oft wir heute den Weg nach oben müssen. Aber Gott sei Dank ist kein Beintraining heute am Start, sondern Chest und Arms. Deswegen können wir den Beinen ein bisschen Ruhe geben, wobei die immer noch verkatert sind. Naja, hier war aber der Pre-Workout drin. Alle Shaker waren in der Spülmaschine. Dann musste ich wieder die klassische Assi-Flasche auspacken. Früher noch, obwohl ich habe das Upgrade. Früher waren es noch die Saskia-Flaschen aus dem Lidl. Boah, die sind so eklig. Die sind absolut widerlich. Und jetzt sind wir aufgestiegen. Wolwig. Im Bunker hat sich wenig verändert. Wobei doch, wir haben ein paar neue Brustmaschinen. Und das Bad wird neu gemacht. Und wie man sieht, also meiner Meinung nach könnten wir oben die Pissrinnen lassen und hier einen Posingraum draus machen. Das wäre ja meine glorreiche Idee, aber aufs Klo gehen müssen die normalen Leute wahrscheinlich doch eher, bevor sie das Posen anfangen. Neues Jahr, New Year, New Me. Es war am 1.1. da, es war einfach komplett leer. Es war dann wieder so, okay, wo sind die Neujahrsvorsätze? Aber jetzt Tag für Tag fühlt es sich deswegen. Wir haben immer noch dieselben Vorsätze. Wir sind immer noch an denselben Zielen dran. Und dementsprechend hatte ich nur eine kleine Verletzung, die ich ins neue Jahr geschleppt hatte. Hat der ein oder andere Insta-Follower gesehen. Jetzt wurde ich hier genäht, aber das ist irgendwie immer noch nicht richtig zugewachsen. Ah, was ist denn da passiert, Alter? Also jetzt, die Wunde ist immer noch offen, aber scheiß drauf, wir haben jetzt keine Zeit für irgendwelche komischen Dinger. Ich konnte gestern nur nicht richtig kreuzheben, das hat mich ein bisschen abgefuckt, aber heute sollte eigentlich alles gut gehen. Man sollte das Schneiden von Dingen in der Küche den Frauen überlassen. Das darf ich nur so kurz zeigen. So. Die Arnold's Posing-Kür. Die druckst du dir aus? Ja, klar. Die einzelnen Posen. Jede einzelne Pose wird da einstudiert und getaktet. Ich war heute Morgen das erste Mal beim Lasern. Ich habe mir die Haare lasern lassen. Arme, Achseln und Rücken. Oder Schultern. Der Rücken habe ich jetzt nicht so viele Haare. Liebe Grüße an Steve, meinen lieben haarigen Bruder. Und von Brust und Bauch muss ich jetzt nicht unbedingt lasern lassen. Kannst du ja so schnell alleine machen und Rücken, klar kommst du auch nicht selber ran, aber ansonsten Beine und Bauch, je nachdem, vor dem Wettkampf kann dann Alice einfach machen und da spart man sich die Arbeit, aber war recht angenehm. Das Nervigste war eigentlich nur das kalte Gel, weil viele haben mich so voll vorgewarnt, so ey, du musst aufpassen, das wird übelst brennen und so. Ich weiß nicht, wie euer Schmerzempfinden ist, da brennen mir die Beine nach dem Satz Beinpresse deutlich stärker. deswegen war eigentlich voll easy. Also an alle Männer da draußen, könnt ihr auf jeden Fall auch mal bringen. Wir haben ein kleines Pläuschen gehalten, der Mann hinter der Kamera nicht, aka Marcus, denn wir haben uns seit Neujahr auch nicht gesehen. Und hast du eigentlich Neujahrsvorsätze? Auf jeden Fall, meine Neujahrsvorsätze. Ich habe jeden Tag neue Vorsätze, weißt du? Nee, Spaß, aber ja, persönlich, auf persönlicher Ebene habe ich neue Vorsätze, auf jeden Fall, aber sportlich, wisst ihr ja, brauche ja nicht viel zu sagen. Gibt es nur einen einzigen Vorsatz. Bigger Gun. Und der heißt massiv, prall, rund, wunderschön und shredded und aesthetic werden. nee, Spaß beiseite, aber ja, so gewisse Ziele hat man schon, aber jetzt nicht irgendwie solche, ab 1.1. fange ich an, wenn man was ändern will, dann macht man es direkt. Das ist so meine Devise, so wie mir das die Mudi beigebracht hat. Und Mudi hat mir auch beigebracht, immer fleißig aufs Klo zu gehen, wenn man muss. Und wir haben noch nicht mal mit Training angefangen,
Du musst jetzt schon wieder, und du warst doch gerade erst. Wir müssen die erste Tour machen. Heute haben wir den Stairmaster ins Training integriert. Und das ist auch, danke an die Jungs vom Bunker, das ist hier ziemlich asozial. Wenn ich hier Diät mache und die hier einfach so schön mein Lieblings... Wo ist er hier? Hier. Meine Lieblingsriegel zur Schau stellen. Und ich aber... Ja. Hungrig nach dem Sieg bin. So sieht's aus. Es gab mal einen Bodybuilder, tatsächlich, den Namen sage ich jetzt nicht, der hat nachts, weil man als Bodybuilder in der Diät nachts ziemlich oft Wasser lassen muss, sich einen Mülleimer neben das Bett gestellt hat. Nein. Und einfach nur den hier gemacht hat und dann schön nicht aufstehen musste, um aufs Klo zu gehen. Selbes habe ich mir eigentlich hier auch überlegt, aber ich glaube, in Mülleimer pissen. Wäre nichts für das Video. Ich muss mal kurz aufs Wölkchen. Was, du hast die Damentoilette erwischt? Ja, die sind immer sauberer als die Männertoiletten. Man muss aber sagen, das Wölkchen ist tatsächlich sauberer als die Bunkertoiletten es jemals waren. Und hier kleine Story am Rande, als der Bunker eröffnet wurde und ich hier die ersten Male war während Corona, haben wir uns hier zu einer gewissen Uhrzeit getroffen, dann wurde der Fahrstuhl hochgelassen und dann ist man da als Gruppe, Trainingsgruppe trainieren gegangen. Sportfrei hieß es dann. Ich weiß gar nicht, gibt es da eine Verjährung? Nicht, den Straftaten? Nicht, dass die da jetzt voll die Anzeige kriegen. Aber hey, das ist nicht mein Studio. Jetzt geht's hier wieder los. Jetzt läuft der Bär wieder warm. Heute wieder ganz neues Training. Habt ihr, glaube ich, jetzt auf dem Kanal noch nicht gesehen. Ich war nämlich immer irgendwo anders, dass ich das Training gemacht habe. Wir haben zwar ein Brusttraining gemacht. Mit Nathan, wer es noch nicht gesehen hat, checkt's ab, da wurde schwer gebolzt. Aber das eigentliche, laut aktuellem Plan, Training habt ihr noch nicht gesehen. Ist auf jeden Fall auch völlig geisteskrank. Ich habe es mit meinem Bruder in Ulm schon gemacht. Wir sind uns beiden die Brust auf jeden Fall weggeflogen und die Arme auch. Ist auf jeden Fall was Neues für mich. Brust und Arme in einer Session. Aber jeweils verschobenes Volumen. Also geht relativ gut, aber auf jeden Fall auch komisch mit einer fliegenden Variante zu beginnen. Die ist auf jeden Fall richtig eklig. Ich habe mich jetzt hochgearbeitet. Jetzt gibt es Topset, vorne mit 2 Sekunden halten und dann noch einen ekligen zweiten Satz, aber seht selbst. Da hängt nächstes Jahr Alice. Hier rechts neben Andrea Schor. Und da oben hänge ich bald. Obwohl, nach deinem Toilettengang könnte man ja auch sagen, vielleicht sehen wir dich doch irgendwann bei den Frauen hängen. Wenn alles nicht zählt. Zweiter Satz steht an. Völlig geisteskranker Satz. Stretch Pause. Könnt ihr auch mal probieren zu Hause. Ihr macht so 10 bis 12, dann haltet ihr im Stretch Vollgas 10 Sekunden
Und das ganze 3 Runden, ich sag's euch danach, fliegt euch der Muskel weg. Ja, sowas habe ich früher nie gemacht, weil ich mir dachte, ah komm, nimmst du einfach schweres Gewicht und beulst du weg. Aber ich habe so unfassbar kranke Zuwächse gemacht mit solchen Intensitätstechniken und so, das, den Satz wirklich in die Länge ziehen auch. Das ist auch eine Art der Hypertrophie, die auf jeden Fall auch sehr, sehr gut funktioniert, gerade bei Leuten wie mir, die immer sehr viel auf Gewicht sozusagen trainiert haben. Und zum anderen ist es natürlich auch mega geil fürs Verletzungsrisiko. Da bist du nicht so am Start und auch ziemlich clever, weil ich habe nie mit Vorermüdung gearbeitet. Ihr kennt noch die Olympia Prep Videos, habe ich immer direkt die Schrägbank Vollgas weggeknallt. Jetzt mit Vorermüdung hast du einfach noch einen geileren Pump, noch eine bessere Ansteuerung, wenn wir jetzt gleich danach zu dem schweren Kurzhantel drücken gehen. Also muss ich wahrscheinlich heute auch gar keine 70er nehmen. Wer weiß, wo wir landen. Aber ja, du kannst einfach weniger Gewicht nutzen, aber unfassbar kranken Reiz setzen. Und das ist halt Win-Win für alle. Da freuen sich alle Beteiligten. Die 50er sind Warm-up. Auf jeden Fall. Ja, wie gefällt's mir heute? Rein kommt's jetzt. Muss mal gucken, wo wir heute landen. Aber auf die 70er habe ich eigentlich schon Bock. Ja. Sag jetzt nichts, war noch Warm-up. Zu leicht. Voll die Brust schon richtig vormüdet ist. Aber so muss sein. Meine Hilfe bitte. Ah. Jawohl. Könnt ihr mal die Videos von 2 Jahren anschauen? Da stand der gleiche Kollege hinter mir. Schön. Weißt du noch? Siehst du, der hat heute 89er bestellt für dich. Ja. Und für mich? Für dich? Hm? Na, in der Tat, die 71 reicht nicht mehr. Sind das 80 vielleicht? Was? Bist du so rot und so? 100 wäre eine Ansage. Eine Ansage? Aber der Sprung ist so groß. Ich finde so 80 ist cool noch zum Rudern. 90, aber mehr brauchst du nicht. 80 reicht. Ich meine, 70 reicht auch. Leute. Schauen wir mal. Puh, okay. Zeit hier Dinos aussterben zu lassen. Alleine. Komm!
verdammt! Nur am Ende ein bisschen. Ja, war geil. Wenn das Leben mal scheiße läuft, ist gar nicht so wichtig. Sobald man schweres Gewicht bewegt, passt alles wieder. Ja, herrlich. Jetzt gehen wir auf 45er und machen mehr Wiederholungen. Der Satz hat mich mehr auseinandergenommen als der Schwere davor. Direkt so ein Pump drin. Wir haben zwar extrem viel Maschinen hier für Brust, aber kann man eigentlich so easy auch mit Langhanteln, Kurzhanteln, Fliegende trainieren. Wo ich tatsächlich finde, am wichtigsten sind Maschinen beim Rücken. Habe ich so mit den Jahren gelernt. Weil du da halt echt nur begrenzt bist mit den freien Übungen. Und ja, Rückenmaschinen schon auch echt ein Gamechanger sein können. Aber wo man so gut wie keine braucht, sind Brust, Schultern, Arme. Ja, brauchst du auch nicht. Brust, Schulter, Arme brauchst du kaum Maschinen. Rücken und Beine ist der Fokus. Jetzt gibt es hier zum Abschluss an der Brustpresse noch einen ekligen Clustersatz, auch was ganz Neues für mich. Habe ich immer nie mitgearbeitet, aber ist auch eine böse Geschichte. Und zwar macht ihr 5 Wiederholungen und dann im Stretch pausiert ihr 5 Sekunden sozusagen. Und dann macht ihr wieder 5 Wiederholungen, pausiert. So addiert sich das Ganze dann relativ schnell hoch. Ich glaube, wer damit so ein bisschen bekannt geworden ist, ist der Patrick Thur. Der Coach mit den Cluster-Sets und so, die der den Athleten immer aufschreibt. Und ja, das scheppert auf jeden Fall rein, deswegen würde ich sagen, ab dafür. Nochmal fliegen, ne? Habe ich damals immer noch, jetzt bin ich lügen, ich glaube eine Übung gemacht. Jetzt bin ich wieder bei 2 Fliegenden, aber den Muskel zu dehnen ist sehr, sehr wichtig. Denn in der Dehnung des Muskels setzt man
den größten Reiz. Und deswegen wollen wir möglichst viel Zeit auch dort verweilen. Also schön auf Negative achten und auch auf einen guten Stretch bei der Übung. Es gibt so Übungen, wo ich sage, wie die guten Bizep Curls. Da kannst du auch mal ein bisschen andere Positionen machen, beziehungsweise in der verkürzten Position mehr arbeiten, so partielle Wiederholungen machen und so. Aber Game Changer wird immer noch der volle Bewegungs. Die volle Bewegungsamplitude und die gedehnte Position sein. Also, ja, die kann man auf jeden Fall die ersten 5 Jahre ausreizen, bevor man anfängt mit Zechenspielereien, weil schaut euch nicht euren Lieblingsprofi an, wie der jetzt trainiert, sondern am besten, wie er vor 5 bis 10 Jahren trainiert hat. Oder schaut bei Miracle vorbei und checkt eins der Trainings-E-Books ab. Oder ladet euch die Gymkey-App runter, gebt Code POLACO ein auf der Landingpage und dann habt ihr auch meine Pläne am Start, die ich für euch auf jeden Fall gestaltet habe. Und damit seid ihr auf jeden Fall gut aufgestellt. Aber hör auf zu labern und dann hitte ich jetzt ein Top-Set hier. Ich muss hier einen witzigen Comment eines Abonnenten von mir dazu abgeben, dass ich die Übung mal in meiner Story gezeigt habe, die wir jetzt machen, Floor Press, also auf dem Boden liegend drücken sozusagen. Hat einfach nur geschrieben, bald siehst du in jedem McFit die Leute auf dem Boden liegen und drücken. Ist mir gerade nur so eingefallen. Aber ist eine geile Übung tatsächlich. Ich weiß nicht, was es ist, ne? Keine Ahnung. Ja. Noch nie gesehen. Machen die Amis recht viel eigentlich und ist auch, ich glaube, es kommt sogar aus dem Powerlifting tatsächlich, um irgendeinen Teil der Bewegung, schlag mich tot, ist aber auch ziemlich geil fürs Bodybuilding, da wir heute Brust und Arme trainieren. Fokus natürlich Brust heute und Arme noch dazu. Trifft die Übung eigentlich richtig gut rein, weil es ist sozusagen wie Bankdrücken. Nur eben vom Boden, das heißt, wenn ihr mit den Ellenbogen runterkommt, ihr seht es gleich, werdet ihr vom Boden limitiert. Sprich, ihr könnt nicht noch tiefer gehen im Stretch und habt dann so einen, ja, schwierig zu erklären, aber so einen richtig geilen Squeeze im Trizep und in der Brust auch noch. Also könnt ihr hier schön im Lockout auch arbeiten. Noch was? Was möchte der Herr raufhaben? Noch eine 20er? Ich tendiere dazu. Kannst du meine 20er runternehmen? Leaving his mark. Habe ich meine Spuren hinterlassen. Tatsächlich sind wir hier auch mit einem Satz bedient. Deswegen, eigentlich ist es kein Dropset. Wir haben einen Drop draus gemacht, weil ich schwach und schlecht bin. Aber ja, es war eine klassische Kalicinski-Selbstüberschätzung hier. Ich finde die gut. Die vollbracht wurde, aber wenn man die nicht manchmal bringt, kommt man nicht weiter im Leben und deswegen, ja.
Der eine Satz hier, der war aber ziemlich gut. Und ja, der Trizeps ist auch gut auf Spannung. Oh. Trizeppolizei hat sich gleich gemeldet. Aber jetzt machen wir weiter. With some Bicep. Stabiler, massiver ihr werdet, auch hier im Unterarm, desto beschissener wird eure Supination oder auch Eselsbrücke, Suppe essen. Macht ihr so. Deswegen Supination ist das Eindrehen der Hand. Und das Eindrehen der Hand, je besser ihr das könnt, desto mehr könnt ihr sozusagen Last auf den Bizeps bringen, weil das eine Funktion davon ist. Und deswegen könnte ich jetzt auch die SZ-Hantel nehmen, aber um wirklich vollen Reiz zu setzen, nehmen wir hier die gute alte Langhantel. Ist dafür dann nicht optimal geeignet. Und arbeiten mit der hier. Wenn ihr jetzt, keine Ahnung, 70, 80 Kilo wiegt, ist das noch nicht so relevant. Außer ihr habt irgendwie durch irgendeine Verletzung oder sonst was eine beschissene Supination, aber im Normalfall geht es da noch ganz gut, aber für die dicken Jungs und Mädels, die können die Langhantel auf jeden Fall nehmen. Come on. Komm jetzt!
Letzte Übung hier mit den Ballers. Ganz cool das Ding eigentlich. Machen wir einmal 15 bis 20 Reps Wiederholungen und dann einmal 50 und dann ist durch. Das ist richtig geil. Rund um guten Pump. Sehr gute Kraftentwicklung auch mit dem Plan. Also das könnt ihr auch immer bei euch sehen. Wenn ihr mit dem Volumen extrem übertreibt, werdet ihr irgendwann nicht stärker, eher schwächer. Das ist mir oft passiert, weil ich mir dann dachte, ich muss mehr Sätze machen. Und jetzt gerade ist es eine richtig gute Mischung. Ich werde stärker, Woche für Woche. Verändere mich, habe sehr gute Pumps und ja, habe auch guten Diätfortschritt, also ist top eingestellt. Na los, komm jetzt. Probiert's aus zu Hause. Beinstrecker mal 50 Wiederholungen. Oh, Beinpresse mal 50 Wiederholungen. Und solche Sachen wie Trizeps. Bizeps. Dann macht ihr uns stolz hier. Das sind die Secrets. Schmeiß weg. Direkt, wenn ich nach Hause komme, zweimal Magnesium. Und zweimal Ashwa Pro reinjagen. Und der clevere Bodybuilder. Natürlich, hier, by the way, muss ich euch zeigen, die Essstäbchen, die habe ich beim Olympia, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, habe ich die von meinen japanischen Zuschauern. Ach stimmt, das haben die dir geschenkt. Haben die mir geschenkt. Die wurden auch schon vor ein paar Wochen eingeweiht. Aber du kannst sie doch nicht wirklich benutzen, oder? Doch, ich habe mein Sushi damit damals gegessen. So. Würde ich mal anzweifeln. Der schlaue Fuchs hat natürlich den Reispudding schon vorbereitet. So sieht der aus. Und aktuell bin ich wieder auf einem kleinen Reispudding. Reiskuchen Hype, denn damit ist es einfach nur noch völlig geisteskrank. Wir haben White Chocolate Pistachio Flavor am Start und ich liebe den Shit, denn geschmacklich ist es absolut geisteskrank. Kann ich nur empfehlen, das ist mein neuestes Favorite Designerway. Und was geil ist, wir haben hier auch Laktase zugesetzt, sprich an alle Laktoseintoleranten oder die, was sich mit Verdauung beschäftigen bzw. Beschwerden haben mit Whey, die können das auf jeden Fall nutzen und ja, dann auf jeden Fall gut verdauen. Aber mich lacht gerade auch, wir haben verschiedene da. Mich lacht gerade auch das Basic Chocolate an, ehrlich gesagt. Oder das. Wir machen heute einen auf Cinnamone Power. Super. Jetzt hat das Ding hier noch auf die Zehenspitzen stehen, um hier in diese wunderbare Box reinzufinden. Looking for that angle. Ja, the out-angled Rice Pudding. Das hat jetzt so David Hoffmann Konsistenz.
Der David würde das jetzt so essen. Aber da wir uns nicht auf der Baustelle befinden und sicherlich auch keinen Mürtel anrühren, packen wir, Geheimnis von Alicios Oma, noch einen Schuss Sprudelwasser dazu. Und dann wird es richtig geil. Ich weiß nicht, ob ich die Story schon online erzählt habe, aber eine Dame hat mich verlinkt in ihrer Insta-Story. Ich dachte mir nichts Böses, gucke ich an. Nicht, was ihr jetzt denkt. Und die hat einfach den Prank Olympia am Start gehabt. Hat irgendwas auf Holländisch gebabbelt und sich dann einfach das Ding gedry-scooped in die Fresse. Und ich dachte mir nur, Mädchen, da ist Capsaicin drin, da ist Chili-Extrakt drin. Und genauso war auch dann ihr Gesichtsausdruck. Meinte aber trotzdem, schmeckt nicht schlecht. Ich dachte mir nur, du bist völlig an der Welt vorbeigeschanzt. Also wer den Crank Olympia dry scoopt, der hat von mir auf jeden Fall einen Respekt verdient. Aber, ja, ist dann wie die Sriracha-Soße direkt in den Mund. Freitagabend, Brustbizeps. Ach, das ist Freitag, stimmt. Wie klingt denn jetzt dieser Tag noch aus? Ich meine, normalerweise hätte ich ja gesagt, da wird jetzt auch nicht Party gemacht. Da wird auf jeden Fall Party gemacht. Und zwar fahren wir gleich ins Office und shooten. Die neuen Shirts in 5 verschiedenen Farben, die werden auf jeden Fall richtig sick. Das Design werdet ihr spätestens jetzt online sehen können. Und ja, mit dem ersten Link in der Videobeschreibung oder auch dem zweiten, ich weiß nicht genau, findet ihr den Weg zum Shop, wo ihr auf jeden Fall eins der Shirts sichern könnt. Ich habe den Zimtteppich ausgerollt und lasse mir das Ganze hier jetzt schmecken. So ist der Finished Product. Am besten ist es, wenn der Rand noch kuchenartig ist und innen dann das Ganze noch so ein bisschen weicher. Das sieht Nathan aber anders. Ja, Nathan ist eine kleine Diva, was der Weißpudding angeht. Yeah, bro. 150 Grams, easy. Ja, dann isst er da irgendwie 80 Gramm und lässt den Rest stehen. So machen wir es nicht. Aber Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich würde sagen, 2024 wird Abriss. In diesem Sinne, guten auf den Freitag. Der Diätlöffel ist by the way zurück.